Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu diesem neuen Video eingeschaltet habt. Man fühlt sich doch fast wie in den USA, wenn man zwei Rabatte miteinander kombinieren kann. Ich finde es so selten, bei uns in Deutschland wird es ja meistens irgendwie unterbunden, dass irgendwelche Codes nicht für Rabatte anwendbar sind und so weiter. Und wenn ich das doch einmal habe, dass ich irgendwo einen reduzierten Artikel habe, wo ich noch einen Rabatt drauf kriege, freue ich mich irgendwie umso mehr. Ja, so gefühlt irgendwie meinem Lieblingsland so ein kleines Stückchen näher. Auf jeden Fall habe ich jetzt zugeschlagen bei Beauty Love. Beauty Love bringt ja auch die Natural Box raus. Das ist eine Abo-Box, die erscheint alle zwei Monate. Die habe ich auch im Abo. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch meine Videos dazu anschauen beziehungsweise meinen Rabattcode auch unten benutzen. Und Beauty Love hat auch einen Online-Shop. In diesem Online-Shop gibt es Überraschungstüten zu kaufen in verschiedenen Größen. Und ich habe da jetzt zugeschlagen, weil die momentan alle auf 10% reduziert sind. Plus gibt es momentan noch einen Valentinstags-Rabatt. Ich glaube 17 oder 18% Rabatt noch zusätzlich obendrauf. Ich blende euch das unten ein. Es hat sich auf jeden Fall finanziell gelohnt, weil so eine Tüte soll einen Wert haben. Also die große weiß ich auf jeden Fall auswendig von 80 Euro. Die kleine wahrscheinlich entsprechend weniger, weil die war ein bisschen günstiger. Also wie das schon ankommt in diesen Beutelchen, gehe ich davon aus, dass da auch sehr natürliche Produkte drin sind, die auch in den Beauty Love The Natural Box Boxen drin sein könnten. Das sind ja meistens sehr nachhaltige grüne Produkte drin, nicht unbedingt vegan oder so, aber die einfach ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken im Hinterkopf haben. Ganz viel Naturkosmetik und so weiter. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir da einen Wert von mindestens 100 Euro drin stecken haben, dass es sich für mich auf jeden Fall gelohnt hat. Ich kann euch unten einblenden, was ich, wie gesagt, gezahlt habe. Zusätzlich habe ich mich noch entschieden, von Sukin einen Toner auszutesten. Von Sukin habe ich schon diverse Produkte, Reiniger, Moisturizer, alles mögliche, Cremes. Und hat noch nie einen Toner ausprobiert und den habe ich dann gesehen im Online-Shop und den habe ich mir noch spontan mitbestellt. Auch auf alle anderen Produkte im Online-Shop gibt es eben den erwähnten Rabatt. Da ich ja in Wien gelebt habe, lange Jahre, würde ich jetzt sagen, ich starte mit diesem Sackerl. Und das erste Produkt ist ein Rasierer von Wilkinson, der Hydro Silk Rasierer. Und da habe ich schon gehört, dass der ein bisschen schärfer sein soll oder ein bisschen kantiger sein soll als der Venus Rasierer. Also dass man da ein bisschen mehr aufpassen muss, dass man sich da nicht schneidet. Und ich bin bei sowas doch immer sehr tollpatschig, mal sehen. Tatsächlich habe ich eigentlich bisher immer die Venus-Rasierer gehabt und jetzt aber gehört, dass die an Tieren getestet wurden oder Tierversuche durchführen. Und weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt vielleicht umsteigen soll. Ich werde mir das noch überlegen. Auf jeden Fall ist in diesem Rasierer hier ein Serum anscheinend drin mit Shea-Butter. Das muss hier irgendwie eingelassen sein. Und wenn man sich dann rasiert, wahrscheinlich spart man sich da irgendwie die Rasiercreme oder so. Wenn man sich dann rasiert, soll diese Shea-Butter dann irgendwie rauskommen und die Haut sehr schonend rasieren. Hier ist es nochmal aufgemalt. Das zweite Produkt sind Haargummis von Invisibobble. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besonders nachhaltig ist, Plastikhaargummis. Aber gut, wenn die lange halten und so weiter, ja. Es sind 6 Haargummis drin und an 2 befinden sich solche kleinen Anhängerchen in Avocado-Form. Ich persönlich mag solche Haargummis und trage die auch öfters und mag die Marke Invisibobble auch ganz gerne. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht allen gefallen wird. Noch dazu werden wir wahrscheinlich was anderes hier drin erwartet und andererseits haben nicht alle Menschen lange Haare, also für einige wird es hier schon gar nicht in Frage kommen. Die Frage ist halt auch immer, tun Sie da einen Ramsch mit rein, also packen Sie da Produkte rein, die nicht weggehen oder die irgendwo übrig bleiben oder packen Sie da wirklich schöne Sachen mit rein, wo Sie den Menschen irgendwie Freude machen wollen. Sind da jetzt irgendwelche Lippenstifte in, weiß ich nicht, lila, pink, schwarz drin? Oder sind da jetzt wirklich tragbare, schöne Sachen drin? Das ist ja auch immer die Frage. Und was ich auch nicht weiß, ist, ob sie in alle Tüten das Gleiche reinpacken oder falls ihr euch noch eine Tüte bestellen möchtet, ob da jetzt was anderes drin sein wird. Das weiß ich nicht. Aber falls ihr euch eine Tüte bestellt, würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren, was denn bei euch eigentlich drin war, ob ihr das Gleiche hattet wie ich oder was anderes. Da könnt ihr mich gerne mal drüber informieren. Es sind noch 2 Produkte drin und das vorletzte ist von Kiku. Ich hoffe, ich spreche es richtig raus. SOS Skin Repair, ein Universalgel. Und das hatte ich tatsächlich mal in einer Box, habe ich aber noch nicht verwendet. Also ich kann euch nicht sagen, wie das Ganze ist. Das ist so ein Stift, genau. Man zieht das hier so raus. Und da kommt ein Stift. Und das ist so ein Gel, was man sich
Ja, bei, ich glaube, auch Mückenstichen und allem Möglichen. Also da steht jetzt Abschürfungen, Rissen, Schnitten, Stichen, Blasen, Pickeln und so weiter auf so Stellen geben kann. Und ich habe mir das tatsächlich hergerichtet, dass ich es mir mit nach Italien nehme, wenn wir dann im Wohnwagen sind. Und da gibt es ja doch immer wieder Moskitos oder irgendwas und da kann man das doch sehr gut brauchen. Daheim habe ich jetzt das noch keinen Einsatz dafür gefunden, da ich da doch mehrere Tüppchen, alles Mögliche habe. Und das hier ist so ein bisschen Allrounder, also gerade für Reisen finde ich den mega praktisch. Und ich glaube, ich tue mir den auch wieder ins Backup. Ja, ich glaube, das kann man sehr gut brauchen. Oder ich gebe den mal eine Freundin weiter oder so, die in Urlaub fährt. Ich hoffe doch, dass dieses Jahr wieder Urlaube möglich sind, spätestens am Pfingsten, dass wir dann Richtung Süden können. Und noch ein letztes Produkt und über das freue ich mich sehr. Und zwar ist das von Matt Musky die Leave Me On Winter Mask. Und diese Maske, die habe ich jetzt gerade in Verwendung und habe sie fast leer und finde sie so, so toll. Also die ist eins von, also nicht alle Produkte von Matt Musky gefallen mir tatsächlich. Aber diese Winter Mask, die funktioniert einwandfrei bei mir und ich finde sie so toll. Ich gebe die dann oft auf, wenn ich einfach mit dem Hund spazieren gehe oder wenn wir draußen sind oder so. Wenn ich noch das Gefühl habe, ich brauche noch ein bisschen Fett auf der Haut, also noch ein bisschen was Reichhaltiges, wenn einfach die Kälte dann draußen ist. Mein Sohn benutzt die auch und mit seiner Neurodermitis überhaupt kein Problem. Also die finde ich richtig toll. Ich kann euch jetzt gerade mal mein Exemplar zeigen. Also wie gesagt, die ist jetzt schon fast leer. Ist gerade quetschen. Ja, es kommt noch was raus. Ja. Also Matt Musky achtet da schon auch sehr auf naturelle Inhaltsstoffe. Ich finde den Geruch auch sehr, sehr angenehm. Er ist ganz leicht, also ist nicht stark parfümiert. Ich weiß gar nicht, wo jetzt Parfum kommt. Tatsächlich glaube ich ganz weit hinten oder gar nicht, ja ganz weit hinten. Also hier sind ganz viele Öle mit dabei und das merkt man auch, dass es eine sehr, sehr reichhaltige Creme ist, die aber doch sehr gut einzieht. Also sie hinterlässt nicht so einen Fettfilm, sie zieht relativ gut und relativ schnell ein. Das war es jetzt mit dem größeren, teureren Beutel, der ist jetzt ausgepackt. Und ich finde die Produkte für mich passend. Also finde ich jetzt okay, ich werde jetzt alle behalten. Ich finde sie auch ganz gut. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die ein oder andere dann nicht über alle Produkte so begeistert sein wird. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Da ist jetzt nichts drin, wo man jetzt so wow schreit, mega. Es wird sehr Geschmackssache sein, falls ihr die gleichen Inhalte haben werdet wie ich. Das ist der kleine Beutel und der raschelt doch total, wenn man ihn schüttelt. Und in einer kleinen Tüte sind drin von Kneipp Badekristalle. Die finde ich richtig putzig mit dem kleinen Elch oder Rentier oder was auch immer drauf. Rudolf wahrscheinlich. Das werde ich sehr gern weitergeben, weil ich bade einfach nicht so gerne. Also das wird irgendjemand anders benutzen dürfen. Und das finde ich ja echt der Hammer, weil ich weiß, wie teuer die sind. Hier sind zwei Masken drin von Starskin. Nein, das sind keine Masken, oder? Was sind das? Maskpads. Okay, jetzt muss ich gerade nachlesen, weil ich dachte, das sind jetzt irgendwie so Maskensachets. Da ist jetzt wieder was ganz Besonderes drin. Und zwar sind hier so kleine, wie so Pads drin, die getränkt sind mit einer Flüssigkeit. Und das hat wohl zwei Seiten. Und dann tut man dann im ersten Step, tut man das von der einen Seite und das zweite Step von der anderen Seite verwenden. Und jeweils 7 Sekunden. Und das hat das so einen Maskeneffekt. Und eine ist Overnight und die andere ist eine Morningmaske, also für morgens und abends. Finde ich wieder richtig süß. Sowas hatte ich echt auch noch nicht, dass es hier sich Pads drin hat und finde es sehr innovativ. Schön, natürlich jetzt nicht so nachhaltig mit dem ganzen Wegwurfgedanken und so, aber wahrscheinlich sind die eben auch ein bisschen ja, einfach cruelty-free und da steht jetzt hier nichts drauf. Also es ist K-Beauty, Korean Beauty. 10 ml Serum sind in jedem Pad enthalten und ja, viel mehr steht jetzt auch gar nicht drauf, eben die Verwendung, wie man das Ganze anwendet. Sehr schön. Hui, ich glaube, da ist viel drin. Und das nächste, was ich gezogen habe, ist ein Lippenstift. Der ist von Revlon. Die Farbe ist die 210 Pearl. Das klingt doch sehr hell. Das könnte doch sehr tragbar sein. Und ich habe heute eh keinen Lippenstift drauf. Ich habe vorhin nur ein Lipöl drauf gemacht, weil ich so trockene Lippen hatte. Wow. Der besteht ja fast nur aus Glitzer, aber ich finde ihn irgendwie total süß. Und ja, jetzt, wenn man auch denkt, dass der Valentinstag kommt, ich weiß nicht, ob sie darauf Rücksicht nehmen in den Beuteln, weil es ja gerade die Valentinstagsaktion gibt mit den Rabatten, finde ich das doch total passend, sowas Richtung Valentinstag. Wenn man, ja, ich denke mal, wenn man verliebt ist oder so und dann sich besonders schön machen möchte und dann ein bisschen auch auffallen möchte und glitzern möchte, das finde ich doch richtig süß.
So, und dann haben wir hier noch einen alten Bekannten, das Batiste Trockenshampoo. Sehr gut, also ich mag die Marke Batiste sehr gerne. Ich mag die Düfte gerne, bei mir funktionieren sie sehr gut. Dieses hier gebe ich mir sehr gerne in den Wohnwagen. Allerdings habe ich jetzt auch gehört, dass das Ganze nicht tierversuchsfrei ist. Deswegen habe ich mir jetzt für mich selber überlegt, dass ich mir die nicht mehr nachkaufen werde, so leid es mir tut, weil ich die doch immer ganz gerne gemocht habe. Und habe mir jetzt dann für mich selber letztens überlegt, dass, also wenn ich so etwas bekomme, nehme ich es auch und benutze ich es auch. Aber wenn ich jetzt wirklich einkaufen gehe und mich bewusst für ein Produkt entscheide, entscheide ich mich, wenn es geht oder wenn ich es weiß, ja, entscheide ich mich für ein Produkt, das nicht an Tieren getestet wurde. Das letzte Produkt im Beutelchen, und dann ist es schon wieder leer, ist ein kleines Döschen von Bella Pierre. Ist das etwas für die Lippen? Ein Cheek and Lip Balm. Ah, okay. Cheek, also für die Wangen, hier so als Rouge. Und für die Lippen gedacht, eigentlich so ein kleines Döschen in auch einer tragbaren Farbe. Jetzt bin ich echt sprachlos. Also, finde, die haben schöne Sachen reingepackt. Richtig tragbare und für den Preis auch echt schöne Marken dabei und alles. Also, das hat sich echt gelohnt. Finde ich auch richtig, richtig süß und wird auch bei mir bleiben. Also, alles, was hier drin war in beiden Beuteln, ist alles für mich. Und sehe ich jetzt so ein bisschen auch als Geschenk an mich selber an. Auf jeden Fall sind das alles Produkte, die mir sehr gut gefallen und die alle bei mir bleiben werden. Sehr, sehr schön. Okay, ich habe geschwindelt. Ich sehe gerade, das hier geht weiter. Aber der Rest bleibt wirklich bei mir und teste ich sehr, sehr gerne. Also es hat sich gelohnt. Wie gesagt, wenn ihr noch möchtet, ihr könnt gerne nach dieser Valentinstags-Rabattaktion schauen und ob es die Beutel noch im Sale gibt. Die zwei Aktionen miteinander kombiniert ist natürlich ein unschlagbarer Preis. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, genauso wie mir. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal.